Ey, was? Verdammt! Was nimmt mir denn hier so viel Schaden? Ich bin ja richtig verbrannt, ey. Ich habe mich anscheinend gar nicht von der treffen lassen. Das war schon heftig. Das ist ja. Das Leben ist ja runtergerast ohne Ende. Und die ganzen Heiltränke haben mich kein bisschen gerettet. Oh nee! Da hätte doch mal automatisch speichern können. Aber was soll denn der Mist? Also das hätte doch wirklich mal Sinn gemacht. Ganze Zeit verlasse ich mich da auf das automatische Speichern und dann bin ich hier ganz am Anfang vom Spiel wieder, ey. Vor allem, wenn du da auf einmal. Das ganze Spiel ist total easy. Und dann bist du da auf einmal von so einem Schwert angezündet und verbrennst da ohne Ende. Da rechnet doch keiner mit. Nur das hier ganz alles vor auf der leichten Schulter. Ätzend. Mann, Mann, Mann. Es hilft dir nichts. Müssen wir den ganzen Mist nochmal neu machen. Okay, man hat das Content auch gestreckt. Man macht einfach die Speicherpunkte in größeren Abständen. Ah, da ist ja noch eine. Ja, guck mal, wie das scheiße aussieht. Die glitscht einfach nach hinten, weil die Füße nicht bewegt. Total billig. Ich glaube, ich werde die gleich einfach von der Entfernung her mit dem Bogen erstmal angreifen, die Chefin. Jetzt muss ich wieder die ganzen Panther hier killen. Aber vielleicht verfolgen die mich auch einfach. Dass ich ein bisschen. Paar auf einmal killen kann. So, kommt. Miete. So. Ist einfacher, hier auf einen Haufen zu ziehen und dann zu killen. Hauptsache, die rutschen da voll die ganze Zeit den Berg runter. Der rutscht bestimmt noch bis ganz am Boden, ne? Oh ne, da ist stehen geblieben. So, komm, du bist auch noch dran. Ah, ist nochmal die zwei Sturmkrähen da. Dann speichern wir erstmal. Hauptsache, die hat hier schon die ganze Zeit den Bogen gespannt. Was die andere? Da. Zack. So. Speichern. Na, ah, drück mal Optionen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das speichern möchte. Kann ich die vielleicht poolen? So, ich treffe nicht. So, jetzt aber. Zumindest ist die Chefin noch nicht da. Die bleibt auch stehen. Gut, kann ich die Harpien hier einzeln fertig machen. Dann nerven die mich wenigstens nicht im Kampf. Oh, da ist noch was zum Pflücken. So, haben wir. Suit jetzt hier. So, eine Bandage. Zack. Und nochmal speichern. Ja, bin mir immer noch sicher. Danke. So. Das muss rot wirklich blinken, ne? Oder? Ne, funktioniert doch so. Bleib nur mal schön weg hier. Na gut, wenn du einfach nur mit dem Bogen schießt, dann gewinne ich, glaube ich. Weil dann mache ich, glaube ich, erstmal die da platt. Die ist nämlich schneller tot. Kriege ich immer nur einen Pfeil ab. Nein! Ich will dich mit dem Bogen platt machen.
triffst mich nicht. Ah, ich treffe dich aber auch nicht. Zack. Will nicht von dir getroffen werden. Weg hier, weg hier, weg hier. Gut, dass ich so viele Pfeile habe, ey. Ja, so ist besser. Gefällt mir das. Schieß du mal, ich schieß auch auf dich, da gewinne ich. So. Hätte aber auch echt Leben, die Alte, ey. Zack. Gleich habe ich sie. Ja. Hast du auch gemerkt, dass du da verlierst, ne? Zack. Du bist gleich tot. Genau jetzt. Die hätte aber gar keinen Schlüssel dabei gehabt. Jetzt speicherst du, ne? Ach komm. Deine Chefin ist tot. Was hast du denn jetzt noch vor? So, dann gehen wir mal schnell zum Router. Freien den armen Kerl aus seinem Käfig. Das ist echt blöd. Da muss man Ewigkeiten jetzt nur zurücklaufen. Für nix. Ja, nur um den jetzt da rauszuholen. Hätte man auch einfach den Gegner da näher ran machen können. Weil ich muss den Weg dann ja auch doch mal hier hin zurücklaufen. 100 Stunden Spielspaß sage ich nur immer dazu. So streckt man Content. Unnötig ewigkeitslange Laufwege. Oh, da ist ja noch ein Panther. Ich wusste doch, dass mir noch einer fehlt. So, jetzt nicht mehr. Und weiter hüpfen wir hier schön lang. Ah, jetzt haben wir mal eigentlich ein ziemlich cooles Bild so, ne? Mit dem Vulkan so. Nur schade, dass das einfach so blass ist. Sehen die Farben einfach nicht schön aus. Router, ich habe einen Schlüssel. Hast du den verdammten Schlüssel? Ich hab den Schlüssel. Boah, da bin ich dir wohl wieder einen Gefallen schuldig, richtig? Ja. Wenn du jetzt noch einen Humpen Met dabei hast, muss ich dich verdammt nochmal heiraten. Ja, komm. Ich will noch weiter mit dir quatschen. So. Was für Wein. Können wir bei ihm skippen. Warum? Sollte. Was? Okay. Mehr hat er auch nicht zu erzählen. Oh, ich stelle mich jetzt hin, dann geht das nicht auf. Geht er nicht auf? Das braucht er 100 Jahre, bis er das da aufmacht. Na gut. Dann können wir jetzt auch wieder da hochlaufen. Wo wir ja gerade schon mal so schön waren. Oh ne, jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Moment, hier waren wir noch gar nicht. Den Weg hier sind wir nicht gegangen. Das ist eine Abkürzung hier. Aha. Hey, ich hätte mal vorher gewusst. Aber das sieht mir da auch nach einer Höhle aus. Aber hier kommen wir da nicht. Doch. Aber. Sekunde, ich speichere mal lieber. Ah. Lern es doch endlich mal. Du musst auf die Mitte drücken, um speichern zu können. So. Schauen wir mal, was wir hier haben. Juhu! Er glitscht wieder hier einfach so rum. Sondern er geht komplett alleine, ne? Ich mach. Jetzt gerade. Jetzt, okay, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jetzt wieder nicht. Finde ich voll witzig, ne? So, kommen wir auch hier so raus. Ne, der will dann einfach nicht. Der geht dann immer. Er hat irgendwie eine Richtung, wo er denn hin glitschen muss. Ah, aber egal. Wir haben ja. Wenn ich jetzt gespeichert hätte, ey. Wenn ich jetzt gespeichert hätte. So. Dann also ganz normal den Weg wieder laufen.
Langweilig. Langweilig, langweilig, langweilig. Da sind wieder Habchen. Können wir jetzt ein bisschen mal rumkloppen und hier ist hier was einzusammeln. Oh. Und da ist irgendwie wieder so eine Schumpel. Ich hab eure Chefin gekillt. Warum seid ihr noch hier? Haut doch ab, ey. Ihr müsst euch komplett neu organisieren. Statt hier euer Leben zu verschwenden. So. Aber okay, du hast das wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass ich hier umgebracht habe, ne? Weil du musst ja eigentlich denken, ich bin ja von da gekommen. Also ich muss ja an der vorbeigelaufen sein. Also entweder hat sie mich dann durchgelassen, weil sie mich gut toll findet und meint von wegen, ja, nee, der ist gut. Den können wir passieren lassen. Oder aber ich habe sie umgebracht. Auf jeden Fall habt ihr keinen Grund, mich anzugreifen. Das sind nicht für komische Schützengräben. Oh, wir haben wieder tote Paladine. Ja, hep, 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 hep. Wo ist er da? Verderbter Soldat. Ich würde eher sagen, verrotteter. Verrottet und verdorben. Oh, hier haben wir eine Menge. Menge Klamotten. Ich sag mal, ich hab gerade keine Zeit für dich. Ich muss erstmal hier alles einsammeln. Da ist noch Loot. Da. Alles aufsammeln. Kann man alles recyceln. Da kann man eine ganze Armee mit bestücken. Mit dem Zeug, was ich mit mir rumschleppe hier. So. Die Axt, die in dem steckt, kann ich leider nicht mitnehmen. Schade, die ist bestimmt gut. Ein paar Pilze. Oh. Der ist Ende. Den kommen wir nicht weiter. Tja, wo soll ich denn jetzt hier lang? Ah, da gibt es ja noch einen anderen Weg. Ach, ich habe einen Stufenaufstieg. Ich kann ja nochmal hier skillen. Ah, das schaffen wir noch. Gehen wir noch einen Stufenaufstieg hin. Dann gehen wir hier zurück und dann gehen wir halt hier lang. Irgendwo wird es hier schon einen Durchgang geben. Doch nicht, da ist auch wieder Ende. Jetzt hier will ich ja veräppeln. Wie soll ich denn da rüberkommen? Kann ich fliegen? So, irgendwie. Nee. Gibt hier nur den Weg. Vorne ist Abgrund, da vorne ist Abgrund. Ja, was habe ich übersehen? Irgendwo muss ich lang können. Wahrscheinlich doch hier oben lang. Aber hier war doch nichts mehr, oder? Ach doch, ach hier, da. Hm. Die sehen ungesund aus, die Typen. So. Vielleicht kriege ich noch ein paar Armbrustbolzen oder Bogenpfeile. Nö. Die wollen mir nichts geben. Die Pfeile, die hier überall rumstecken, darf ich nicht nehmen. Warum nicht? Pfeile hat man doch immer recycelt. Warum darf ich die nicht recyceln? Ja, Tag. Ihr habt auf mich gewartet, ich weiß. So, dann nochmal. Warum haben wir eigentlich Lee und so nicht aufgeräumt? Warum muss ich immer hinter denen aufräumen? Die hängen da rum und streiten sich wegen Nichtigkeiten. Und ich habe den ganzen Mist hier im Weg. Könnten ja mal ihre ganzen gefallenen Leute hier beerdigen. Besessener Ritter. Wir leben noch.
Die sind gar nicht tot. Hallo Leute. Was ist denn los mit euch? Das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Dass hier sogar die Lebenden mich angreifen. Da haben sie doch Wachen aufgestellt. Aber irgendwelche dummen, bekloppen. Ah, Mann, alles muss man selber machen. Opferklinge. Wenn schon von denen die Waffe Opferklinge heißt, ne? Dann ist ja irgendwas schiefgelaufen hier in deren Hierarchie. Das sag ich dem Chef. Das sag ich dem Rober. Absolut keine Disziplin in deiner Armee hier. Was ist denn für einer? Ja, mach deinen Teil Schutzschild. Zack. Hauptsache, die glitschen immer so weg. Eine Truhe, Smaragd und sonstigen Kram, den wir nicht brauchen. Weil höchstens die Fiolen. Da nochmal. Schattenabnehmen, weil die Fiolen brauchen wir auch nicht. Ich habe so viel Heiltränke. Und so gute. Ich nutze immer noch die Schwachen. Sieht aus, als hätten die ganze Stadt hier irgendwie unterhöhlt. Bin ich in der Kanalisation oder so? Ah, da ist ein Aufrufzeichen. Da muss ich hin. So, bevor der hier da sein Ding zu Ende macht, hauen wir den um. Das ist aber echt mal Feierabend hier. So, ah, da sind ja noch mehr von den Spinnern. Lass das mal sein hier. Ihr habt gegen Rober hier so gut angestanden, ne? Aber jetzt seid ihr hier voll die Schwachen. Ach, hier sind noch Zombies. Ein Wiedergänger. Die heißen jetzt Wiedergänger. Also das ist dann schon nach The Walking Dead entstanden hier anscheinend. Weil die heißen da ja Weißer. Aber irgendwo hießen die Dinger auch mal Wiedergänger. So, Tür auf. Was machst du hier? Rober hat mir erzählt, dass ihr hier rumlungert. Da wollte ich mal nach dem Rechten sehen. Rumlungern? Wir? Von wegen. Wir retten Rober den Arsch. Ihm, seinem Königreich, der ganzen Welt. Tatsächlich? Und wie macht ihr das? Indem wir die Tür hier knacken. Die hier? Sieht massiv aus. Ja, das ist sie. Geh doch mal zu Milton. Sag ihm, ich bekomme das verfluchte Ding nicht auf. Ich versuch's weiter, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Ich gehe zu Milton und rede mit ihm. Gut. Du findest ihn gleich dort hinten. Nur ein paar Schritte weiter, den Graben entlang. Knack das Ding doch mit C4. Jetzt mal im Ernst. Was ist hier eigentlich los? Der Dämon, den du aus Robas Geist vertrieben hast, hat Setarif heimgesucht. Eson der Sechste hat irgendein unheiliges Ritual vollzogen, durch das er den Dämon in dieser Welt gehalten und zu sich gerufen hat. Am Anfang konnte er ihn beherrschen, hat ihn gegen unser Heer kämpfen lassen. Aber dann hat sich der Dämon befreit und gegen Eson und Setarif gewandt. Wo ist der Dämon jetzt? Nach allem, was ich gehört habe, soll er sich ins Herz des Weißaugengebirges zurückgezogen und den Berg zum Bersten gebracht haben. Naja, vielleicht sind das auch alles nur Gerüchte. Und es ist einfach nur ein Vulkan, der ausgebrochen ist. Jedenfalls soll der Dämon im Inneren des Vulkans sein und sein verderbter Geist scheint von dort aus um sich zu greifen. Befällt Menschen und Tiere. Das habe ich gemerkt. Was hat die Tür hier mit dem Dämon zu tun? Sie ist der Eingang zu einem Begräbnistempel des setarifischen Königshauses. Darin sollen ein paar alte, göttliche Artefakte liegen. Waffen, Amulette, was weiß ich. Mit ihrer Hilfe soll es möglich sein, den Dämon zu bannen. Woher weißt du das? Oh, das sagt Milton. Er hat einen alten Steinblock mit Inschriften studiert. Wenn du mehr wissen willst, rede mit ihm. Und sag ihm, dass ich die verfluchte Tür nicht aufbekomme. Wo sind die anderen? Lester und Gorn sind für Milton unterwegs. Syra ist bei Lee. Was ist mit Lord Hagen? Der hat in der Sternwarte im Osten von hier Quartier bezogen und den Häuserkampf ausgerufen. Er versucht mit einer Handvoll Paladine weiterhin die Stadt zu erobern und streitet den ganzen Tag mit Lee, der verhandeln und gemeinsam mit den Setarifern gegen den Dämon und seine Brut ankämpfen will. Dann tun die Paladine nichts gegen den Dämon? Doch, doch. Sie kämpfen an allen Fronten, auch wenn es nicht mehr viele von ihnen gibt.
Innos gibt ihnen die Kraft dazu, sagt Hagen. Wir werden sehen, ob es stimmt. Klingt ja nicht besonders gut. Ja, dann gehen wir mal schnell zum Bösen. Da hätten wir auch irgendwie rüberrufen können, der ist ja direkt hier.